Machen wir mal weiter. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, was war nochmal damals E1, M4? Was war das nochmal für eine Map? Vielleicht kann man anhand der Map noch wieder irgendwie. Ist das doch eine, also noch eine Anspielung auf die Map an sich, weil das irgendwie eine besondere Map war oder so? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall können wir jetzt hier reinspringen. Zählt das dann hier als Secret, dass wir das gefunden haben? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal hier rein. Ah, hier oben haben wir noch eine Armor. Okay. Sonst geht es hier aber, glaube ich, nicht weiter. Wir haben hier auch sonst nichts. Hier ist eine kleine Pflanze. Wegkicken? Ja, können wir sogar. Okay. Ja, da, jetzt können wir hier da runterspringen. Das ist im Prinzip das gleiche, als wenn wir hier einfach normal runtergehen würden und wir normal durch diese Tür gehen. Also das macht keinen Unterschied. Gehen wir einfach mal rein. Und dann finden wir hier auch... Sie sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur die Besten heran. Wollen Sie weiter nach oben? Neue Herausforderungen? Mehr werden, als Sie sich je erträumt haben? Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Seelenernte in Frage kommen. Okay, was auch immer eine Seelenernte ist. Klingt alles so ein bisschen wie aus so einer dystopischen Welt, wo mit Propaganda dafür gesorgt wird, dass die Leute sich eigentlich sicher fühlen und alles toll ist, aber in Wirklichkeit ist das alles... USA. Ja. Die Welt zählt auf uns. In Wirklichkeit ist das eher diktaturmäßig. Naja, hier haben wir auf jeden Fall was Neues. Das ist eine Medi-Station. Die können wir jetzt gerade nicht benutzen, weil wir volle Lebenspunkte haben. Sehen wir aber bestimmt auch noch in Action so ein Ding. Und hier kriegen wir eine neue Waffe. Im Prinzip, ja, eine der großen Kultwaffen aus der Doom-Reihe, die Kettensäge. Auch hier ganz cool. Die Kettensäge ist eine Nahkampfwaffe, die durch Drücken von F, gut, da habe ich es hingelegt, angewählt wird. Der Einsatz der Kettensäge verbraucht Treibstoff. Je größer der Dämon, desto mehr Treibstoff ist nötig. Tötest du einen Dämon mit der Kettensäge, hinterlässt er zusätzlich Munition. Also das ist im Prinzip ähnlich wie ein Glory Kill. Beim Glory Kill können wir den Gegner direkt töten und er hinterlässt Lebenspunkte. Bei der Kettensäge ist das so, die verbraucht Treibstoff, aber wir können im Prinzip auch eigentlich jeden Dämon sofort töten, sofern wir genug Treibstoff haben. Und der hinterlässt dann Munition. Allerdings kein Treibstoff. Naja, das werden wir aber noch sehen. Denn wir werden da, denke ich, Gebrauch von machen. Natürlich nur bei besonderen Dämonen, bei besonders großen Dämonen und bei starken Dämonen, damit wir die auch schnell töten können. Denn Munition für die Kettensäge ist natürlich begrenzt. Oh, das sah cool aus. So, wo haben wir noch Gegner? Möglichst nicht für solche kleine eine Granate verschwenden. Den haben wir gut getroffen. Da ist noch einer. Den haben wir auch gekillt. Hä? Und dann war es das hier, glaube ich, auch schon. Ja. Gut. Da haben wir alle fertig gemacht. Wie gesagt, ihr werdet die Kettensäge schon noch sehen. Ich glaube sogar auch in diesem Level. Und jetzt haben wir als Aufgabe, findet den gelben Schlüssel. Jetzt haben wir hier wieder so eine Tür. Genau. Hier können wir allerdings, glaube ich, so ein Echo aktivieren. Da sehen wir eine alte holographische Aufzeichnung, die wir jetzt hier verfolgen können. Geht, glaube ich, hier in diese Tür, ja. Und dann sehen wir, dass wir da auch... Im Prinzip müssen wir diesem Typen folgen. Aber wir kommen ja momentan noch nicht dahin, da wir die gelbe Schlüsselkarte nicht haben. Aber da seht ihr zum Beispiel Munition für die Kettensäge. Da ist Treibstoff. Gut, dann wollen wir da einfach mal hin. Wir könnten hier hochklettern. Wir können aber auch hier hinten lang. Ich gehe einfach mal hier hinten lang. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier ist auch Treibstoff für die Kettensäge. Dann können wir die, denke ich, auch gleich einfach mal benutzen. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Das ist so eine Art Fahrstuhl. Da wird man total schnell zerquetscht, wenn man im blöden Moment genau durch die Tür läuft, während es gerade hochfährt. Das ist mir schon mal passiert. Gehen wir einfach mal hoch, kriegen dann hier die Armor. Kriegen hier noch Munition für die Shotgun. Und jetzt sind wir hier oben, wo wir auch hätten, von diesen Kisten da, wo ich gerade gesagt habe, wir können auch die Kisten hochgehen, wären wir auch hier hochgekommen. Dann haben wir hier ein paar Gegner, der werden wir einfach mal eine Granate runterschmeißen und für Ruhe sorgen. Da ist sogar noch einer, hat einer überlebt.
Hier haben wir noch eine Granate, Armor. Oh, ich höre noch mehr Gegner. Okay. Gucken wir mal, was haben wir sonst noch so hier? Sonst scheint hier nichts groß zu sein. Die Tür ist zu, ist da auch eine Tür hinter? Nein, da sehen wir, da ist schon mal nichts hinter. Das heißt, nur links geht's lang. Hier brauchen wir aber auch die gelbe Sicherheitsfreigabe. Ihr seht, es gibt ziemlich viele Türen. Auch hier ist aktuell zu, wo wir momentan nichts groß machen können. Gehen wir weiter. Man denkt jetzt natürlich immer bei so einer, man denkt jetzt immer bei so einer Tür, dass direkt ein Gegner dahinter steht und einen jumpscared oder so. Ja, Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal, hier haben wir nämlich wieder so ein Blutnest. Da werden wir erstmal wieder dafür sorgen, dass alle Gegner weg sind, die uns dann gleich nicht im Weg stehen. Denn wir wissen ja, wenn wir so ein Blutnest, wenn wir so ein Blutnest befreien oder töten, dann kommen natürlich ohne Ende Gegner. Vielleicht werde ich auch dann gleich einfach mal die Kettensäge vorführen, denn wir wissen ja, dass wir Munition kriegen. Dann machen wir das einfach mal. Oh yeah. Mal den direkt mal gemacht. Jetzt mal an einem anderen Gegner zeigen. Wo haben wir noch einen? Nein. Da, so einer. Jetzt habt ihr gesehen, der hat noch versucht abzuwehren. Aber... ja. Ist dann... dann haben wir uns einfach durch sein... durch seinen Arm gesenzt, sozusagen. Es tut mir leid, dass ich gerade nicht so gut erzählen kann. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, denn meine Lebenspunkte sind gar nicht so... so gut gerade. Oh, den habe ich sogar getroffen. Dann mal schnell... Wow. Ist ja genau in dem Moment runtergesprungen. Meine Lebenspunkte sehen nicht so gut aus. Aber jetzt dürfte ich es gleich haben. Komm, holen wir uns den noch so. Oder den. Ja, schön. So, waren wir dann den letzten? Da ist er. Oder ist es der letzte? Nein. Ja, das dürfte es aber größtenteils gewesen sein, oder? Ne, Musik ist immer noch spannend. Jetzt war es das aber. Also ihr seht schon, das war ein relativ großer Kampf. Ich habe auch die Kettensäge komplett alle gemacht. Relativ großer, langer Kampf. Ah, hier kam ich her, oder? Ja, genau. Dann kann ich mir jetzt mal eben schnell die Munition hier holen. So. Jetzt haben wir wieder, seht ihr, die Kettensäge ist wieder voll. Man hat 3 Munition, je nach Dämon verbraucht man halt auch eventuell einfach mehr als nur 1 dann. Aber ihr seht schon, das mit den Gegnern zersägen ist ziemlich cool. Ist eine ziemlich coole Angelegenheit. Das mache ich jetzt schon gerne. Und die Animationen sind auch immer richtig cool. Es ist halt wie so eine Art Glory Kill. Nur, dass dann halt Munition hinterlassen wird anstatt Lebenspunkten. Gut, der will also da hoch. Das ist genau der, den wir gerade schon verfolgt haben. Ich will aber nochmal gucken, nicht, dass ich hier wieder irgendwas liegen lasse. Und ihr habt auch schon gesehen, obwohl ich hier jetzt in Anführungszeichen nur auf Ultra Violence spiele, machen die Gegner schon gut Schaden. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Liegt da noch irgendwas? Nö, okay, dann haben wir hier, glaube ich, wirklich alles. Dann gehen wir mal durch den Fahrstuhl und rufen ihn einfach mal. Haben wir hier irgendwas Neues? Ah ja, irgendwas ist hier Neues. Waffen. Ach ja, Kettensäge. Schön, die haben wir noch gar nicht gelesen. Angeblich soll es eine solche Säge im Argent-Komplex geben, obwohl eigentlich kein Bedarf besteht. Das Sicherheitspersonal wurde darauf hingewiesen, dass sie vermutlich auf dem Mars geschmuggelt wurde und ist angewiesen, sie unverzüglich zu konfiszieren. Da es hier keinen praktischen Nutzen für sie gibt, geht man davon aus, dass sie sowohl einen Schwarzmarkt Enthusiasten gehört. Das ist eine kleine Anspielung auf Doom 3, denn in Doom 3 war die Story ähnlich. Da wurde an den Mars, wurden ganz, ganz viele Kisten mit Kettensägen geschickt und man konnte in einem Log lesen, hä, was sollen wir hier mit den Kettensägen, warum habt ihr uns die geschickt? Wir haben doch hier auf dem Mars gar keine Verwendung dafür. Also wieder eigentlich ganz lustig. Gut, dann können wir weitermachen, auf den Fahrstuhl warten. Auch wenn leider nicht komplett voll ist die Munition, doch, Munition schon, aber Lebenspunkte und Armor nicht, aber egal.
Wir fahren erstmal hoch. Eigentlich machen die Kämpfe bei solchen Blutnestern immer relativ Spaß. Vielleicht sollte ich doch mal diesen, meine Armor so upgraden, dass ich mir mit eigenem Explosivschaden keinen Schaden machen kann und sowas. Da gibt's ja dieses Upgrade für die Armors. Ach ja, und jetzt sehen wir hier diesen Typen, das ist er. Der hat die gelbe Schlüsselkarte, wie ihr seht. Außerdem sehen wir hier auch eine Felddrohne, das heißt, an dieser Felddrohne könnten wir jetzt, wenn wir da rangehen, könnten wir uns jetzt natürlich die aufgeladene Salve für die Shotgun holen, aber ich persönlich finde die überhaupt nicht gut. Und ich weiß, dass wir in dieser Map hier noch eine andere Waffe finden werden. Von daher lasse ich die Felddrohne jetzt einfach mal hier und dann upgraden wir lieber später die andere Waffe. Hier ist auch Zugang gesperrt, holen wir uns aber einfach mal die gelbe Schlüsselkarte. Ja, okay, dass der aufsteht, war irgendwie klar, oder? Und dann machen wir einfach mal mit einem coolen Glory Kill, machen wir ihn einfach mal weg. Hier geht's immer noch nicht rein. Gehen wir einfach mal weiter. Durch diese Tür. Da hinten habe ich schon was hinter gesehen. Ja, da ist auch was. Oh, da habe ich aber schlecht getroffen mit der Granate, muss ich sagen. Oh, das habe ich mich jetzt kurz erschrocken, weil mit dem habe ich gerade nicht gerechnet. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir wieder im Hauptraum. Okay, jetzt können wir, glaube ich, mit der gelben Schlüsselkarte hier durch. Genau. Jetzt können wir hier rein. Willkommen in der Marsstation der UAC. Sie befindet sich im Einschlagbecken der Elastivebene. In dieser Bergbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination auf die Probe gestellt. Als Angestellter ist Ihre Loyalität nicht nur eine Verpflichtung für die UIC, es ist eine Verpflichtung für die Zukunft der Menschheit. Vielen Dank. Ja, immer diese Propaganda-Hologramme hier. Aber bevor wir jetzt hier weitergehen, hier ist auch aktuell noch versiegelt, gehen wir erstmal hier rein, hier kriegen wir eine neue Armor und vor allem kriegen wir hier noch eine neue Waffe, die wir uns jetzt nehmen. Das ist nämlich das schwere Maschinengewehr. Ziemlich cool, schwere Sturmgewehr. Da könnten wir jetzt zum Beispiel die eine Felddrohne dann für benutzen. Hier, die kann ich leider immer noch nicht zeigen, diese Station, weil wir voll sind. Aber gucken wir mal, was das schwere Gewehr zu erzählen hat. Obgleich es erst vor kurzem vom Plasmagewehr als Standardwaffe der UAC abgelöst wurde, ist das schwere Sturmgewehr dank seines zuverlässigen mechanischen Feuermechanismus, der hohen Zielgenauigkeit auf große Entfernung und einem umfassenden Munitionsangebot nach wie vor weit verbreitet. Die Waffe ist für alle Entfernungen geeignet und am wirkungsvollsten gegen einzelne Ziele, es sei denn, sie ist mit Mikroraketen ausgestattet. Die Standardmunition besteht aus Kaliber 50 FMJ Geschossen. Aha. Und dann können wir hier auch nochmal sehen, wir haben hier auch wieder zwei Mods. Von einem haben wir gerade schon gelesen, nämlich von diesen Mini-Raketen. Und ich glaube, die holen wir uns, glaube ich, gleich auch. So, das heißt, jetzt haben wir auch das schwere Sturmgewehr. Wir hatten hier hinten, wir hatten hier hinten noch genug Türen, die noch zu sind, die wir jetzt allerdings mit der gelben Schlüsselkarte öffnen können. Hier können wir zum Beispiel auch noch nicht rein, wie ihr seht. Gehen wir einfach nochmal hier in diesen anderen Raum hier hinten. Denn jetzt können wir mit der gelben Schlüsselkarte, können wir nämlich auch in diese Tür hier rein. Und dann finden wir hier Munition. Was ist das? Weiß ich gerade gar nicht, was das ist. Ach, ich glaube, das ist Plasma-Munition. Ist natürlich auch ein interessanter Hinweis, dass wir die Waffe noch gar nicht haben, aber hier ist Munition schon für gibt. Jetzt können wir hier, glaube ich, irgendeine Steuerung aktivieren. Und jetzt ist erstens diese Tür auf, das heißt, wir haben es jetzt hier kürzer mit dem Laufen. Die Tür ist immer noch zu, okay. Aber ich glaube, hier hinten ist jetzt noch das auf. Genau, diese Klappe ist jetzt hier auf. Dann gehen wir da auch einfach mal runter. Und haben dann auch dadurch ein Geheimnis gefunden. Oh, da ist noch ein Imp. Saudi, gut. Dann haben wir jetzt hier nämlich noch einen Elite-Guard. Das heißt, wieder ein Upgrade für unser Prätorenanzug, den wir allerdings aktuell gar nicht brauchen, weil wir noch gar kein Upgrade ausgewählt haben. Aber mache ich vielleicht gleich mal. Was haben wir hier hinten noch? Okay, hier hinten ist gar nichts. Allerdings können wir jetzt hier noch in die... Kann man da rein? Weiß ich gar nicht jetzt, ob man in diese Tür... Warte mal, wo ist denn das? Na, ne, dahinter ist nichts. Okay, da ist kein Raum, wo wir wirklich hin können. Wir sehen es. Gut, dann ist das nur Atmosphäre. Wir können hier jetzt aber noch hoch. Und jetzt finden wir hier nämlich noch eine neue Waffe. Nämlich jetzt in diesem Secret
das, was wir, wo wir gerade schon die Munition für gefunden haben, das Plasmagewehr. Auch ein ziemlich fettes Teil. Jetzt können wir hier oben noch lang. Und dann sind wir wieder hier. Und jetzt haben wir auch von dem Waffenrad gehört. Das ist, wir können jetzt nicht nur über ganz normal über 1, 2, 3, 4 unsere Waffen wechseln, wie wir es sonst so kennen, sondern wir können auch das Waffenrad machen. Dann sehen wir hier, können wir hier die Waffen so in so einem Rad auswählen. Und während wir hier in diesem Waffenradmodus sind, läuft alles in der normalen Welt in super Slow-Mo ab. Das heißt, wir können ruhig in einem Kampf dieses Waffenrad so aufmachen und Waffen auswählen. Alles andere läuft zwar weiter, aber super mega langsam. Okay, gut. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Genau, ich wollte jetzt nochmal zu der Felddrohne. Das heißt, wir müssen nochmal mit dem Fahrstuhl fahren. Und dann gucken wir uns mal an, was wir für Upgrades haben. Was sind jetzt? Okay, auf der 4 ist das Sturmgewehr, auf der 3 die Plasmaknarre, alles klar. Zu dem Plasmagewehr lesen wir uns gleich natürlich auch noch durch, was man da lesen kann. Machen wir einfach jetzt. So, Waffen, Plasmagewehr. Das Plasmagewehr fand mit der Einführung der Argent-getriebenen elektromagnetischen Beschleuniger weite Verbreitung beim Militär. Basierend auf dem HIPGD-Design des frühen 21. Jahrhunderts gibt diese Waffe schnelle Salven von Plasmoiden ab, die beim Ziel sowohl durch den Aufprall als auch durch die Hitze Schaden zufügen. Aha. Okay, was haben wir hier noch? Tutorial-Waffe wechseln. Ja, das ist nur dieses Rad. Hier haben wir jetzt bereits 2 Punkte. Ach, wir haben jetzt hier hinten auch etwas freigeschaltet, dadurch, dass wir jetzt 4 Waffen haben. Gucken wir mal, was wir hier haben. Adept, du wechselst schneller die Waffe, du greifst schneller nach Vorsprüngen, du wechselst Waffenmods schneller. Auch jetzt nichts so mega ultra wichtiges, finde ich. Jetzt haben wir im Prinzip schon alles freigeschaltet, außer die Verstärkeraktivität, aber die kriegen wir, glaube ich, in diesem Level auch noch. Und dann haben wir hier noch ja, Waffenmods für die Plasmaknarre sehen wir natürlich gerade noch nicht. Gucken wir uns jetzt aber gleich an, denn die Felddrohne dürfte alle Mods für alle Waffen haben, theoretisch. Gucken wir einfach mal. Hier kriegen wir auch nochmal Munition, sehr gut. Und dann gucken wir, was wir haben. Also, für das Sturmgewehr haben wir einmal taktisches Zielfernrohr. Fügt ein taktisches Zielfernrohr hinzu, das das Heranzoomen an Ziele mit der Waffenmod-Taste ermöglicht. Das heißt, wir können sozusagen auf große Entfernung, ist jetzt unsere erste Waffe für wirklich große Entfernung. Die schießt sowieso genau dieses Sturmgewehr und damit hätten wir sogar noch ein Zielfernrohr, können also zoomen. Oder Mikroraketen. Halte die Waffenmod-Taste gedrückt, um einen Mikroraketenwerfer auszufahren. Das wollen wir natürlich haben, denn Explosionen sind Explosionen. Mehr Raketen heißt mehr Raketen. Das hat damals der erste Let's Player, den ich jemals geguckt habe, gesagt in Metroid. Und dann haben wir noch das Plasmagewehr. Hitzestoß, das Abfeuern des Plasmagewehrs verursacht zusätzliche Hitze, die mit der Waffenmod-Taste als mächtiger Schuss abgegeben werden kann. Aha, also nochmal so ein Bonus-Hitzeschuss oder Betäubungsbombe. Drücken der Waffenmod-Taste fördert elektrifiziertes Projektil ab, das Dämonen im Explosionsradius betäubt. Muss nach Feuern wieder aufladen. Ich glaube sogar dieses Betäuben, das ist glaube ich gar nicht so schlecht, auch wenn das natürlich jetzt nicht voll auf die Fresse Ultra-Mega-Damage machen ist, ist glaube ich der Betäubungsschuss gar nicht so schlecht, gerade wenn man gegen große Gegnergruppen kämpft und man eventuell dann alle ein bisschen stunnen kann. Trotzdem glaube ich, nehme ich jetzt erstmal die Mikroraketen für das Sturmgewehr. Holen wir uns das einfach mal. Jetzt haben wir hier die Mikroraketen dran. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir das machen. Aha, da seht ihr, da kommen die dann so raus. Und dann kann ich sie abfeuern. 6 Mikroraketen. Ziemlich coole Sache. Auch cool, wie sich das, müsst ihr mal am Fadenkreuz achten, wie sich das so aufbaut langsam. Auch eigentlich ziemlich geile Angelegenheit. Werden wir auch auf jeden Fall mal testen. Hier oben ist es jetzt auch auf. Zählt jetzt auch als Secret hier oben. Anscheinend. Okay. Also ihr seht schon, wir finden hier ein Secret nach dem anderen. Was haben wir hier noch? Achtung, Kernhitze an Obergrenze. Auch bereits schon ein Hinweis auf das nächste Level, was kommen wird. Hier ist aber sonst nichts mehr, aber hier kann man rein.